Der Tag beginnt mit einem Stück Rohkostbrot, was ausnahmsweise mal wirklich gut schmeckt. Eigenes Brot gemacht. Richtig, wie auch Brot man das kennt, aber halt Rohkostqualität. Und zwei Gurkenstückchen. So, und jetzt gibt es die erste richtige Mahlzeit. Und zwar ist das ein Smoothie mit Proteinpulver, mit Äpfel, mit ungeschälten Hanfsamen, mit Weizengras, mit gefrorenen Himbeeren, mit Pastinake, mit viel grünem Spinat, mit Bananen, mit, man kennt das immer nicht, wenn man alles reingeschmissen hat. MSM-Pulver habe ich sogar noch drin, Danempulver habe ich noch drin. Ja. Auf jeden Fall ein buntes Potpourri an verschiedenen Obst- und Gemüsesachen. Grünkohl habe ich nicht drin, dafür habe ich heute ganz viel Spinat drin, das sieht man hier. Von hier bis hier, ich habe frischen Spinat, und dann mache ich heute mal mit frischem Spinat und kein Grünkohl. Kommt sehr selten vor, aber kommt vor. So, und zum Abend gibt es jetzt einen Teller mit Salat, das sind ganz verschiedene Salatsachen, Gurke, Tomate, Spinat, alles so normal. Dazu gibt es eins von dem Rohkostbrot, was mir relativ gut gelungen ist, bis auf dass es zu salzig ist. Und ja, als Nachtisch gibt es dann solche... ich habe da schon einen Begriff dafür, da fällt mir aber nicht ein, das Rezept. Ich glaube, irgendwie... Road Snack. Also von Oat Snack, also wie Oat Snack, Hafersnack, Road Snack, weil ja Road Snack. Also zum Nachtisch gibt's Road Snack. Und das ist jetzt mein Abendbrot und ja, und da bleibt's dann heute bei den beiden Mahlzeiten. So, jetzt bin ich im Vegan und esse eine gekochte Mahlzeit. Das ist ein Dal oder was? Und ich bin sehr gespannt, wie man das... Ja, wie man das gut tut, das ist meine erste gekochte Mahlzeit seit quasi 3 Monaten oder so. Und ich bin sehr gespannt, wie ich das auch vertrage und wie das schmeckt. So, also ich habe jetzt meine erste gekochte Mahlzeit gegessen. Und ja, also muss sagen, tat mir nicht wirklich gut. Ich habe mich ein bisschen auch drauf gefreut, mal so jetzt eine gekochte Mahlzeit. Wir waren jetzt auswärtig und da dachte ich, ja, Vegans, da kannst du mal so einen Linsendal essen und... War einfach nur fettig und ich habe irgendwie gespürt, irgendwie, dass es gar nicht so. Also du spürst halt, dass es halt nicht so kernig und so vital ist, sondern es ist einfach nur blö. Geht einfach nur so in den Magen rein und lässt kein gutes Gefühl zurück. Also ein bisschen schade, weil ich habe mich schon ein bisschen eigentlich darauf gefreut, mal so wieder eine gekochte Mahlzeit irgendwie zu essen, weil da hatte ich ja lange Bedürfnis und jetzt hatte ich einfach gesagt, okay, ich bin vegan und da kaufst du mal und Enttäuschung. Einfach nur Enttäuschung. Aber so ist das halt. So, nachdem ja die erste gekochte Mahlzeit nach 3 Monaten wieder ein absoluter Fail war. Das lag aber nicht an der gekochten Mahlzeit, sondern einfach, weil es noch mega fettig war. Ich habe ja, wie gesagt, bloß die Hälfte gegessen, den Rest habe ich dann meiner Freundin gegeben. Und ja, also gibt es jetzt mal wieder einfach 3 Orangen, das ist jetzt noch die dritte. Und da fühle ich mich wieder viel, viel besser. Also. Und jetzt gibt es eine Mango. Und jetzt gibt es eine Nashi-Birne. So, jetzt gibt's hier einfach mal ein bisschen Wildreis. Das ist relativ wenig, aber Wildreis hat richtig viel Bums, also richtig viel Energie und das gibt. So, und zum Abend gibt's jetzt noch ungefähr 5 bis 6 Bananen. Und der Morgen beginnt mit einem Smoothie. Da drin sind Pamplemousse, Apfel, Banane, Grünkohl, Himbeere, Proteinpulver, Weizengras, frischer Kurkuma und noch ungeschälte Hanfsamen. Dazu etwas Nehmpulver und mit einer klitzekleinen Scheibe Ingwer abgerundet. So, jetzt gibt es ein Stück Rohkostbrot und eine Gurke. Und jetzt gibt es eine Nashi-Birne. Nashi-Birne, naschen, deswegen heißt sie so. Nashi-Birne, eine Birne, die genascht wird. Auf jeden Fall gibt es jetzt eine. Und weiter geht's mit Nashi-Birne. Und am Abend noch 2 Orangen. So, heute Morgen geht's wieder los mit einem Smoothie. Bisschen Resteverwertung ist heute angesagt. Das heißt, ja, alte Gurke, ein altes Stück Brokkoli, dann irgendwas Grünes, was ich noch bei mir gefunden habe, wo ich nicht gar nicht mal weiß, was es ist. Also, war wahrscheinlich von der Petersilie oder vom Staudensellerie was. Und ja, einfach sozusagen ein Verwertungssmoothie. So, und jetzt, nachdem das nun so ein totaler Fail war, mein erster sozusagen ja, Versuch wieder Kochkost zu mir zu nehmen, mache ich jetzt hier eine Pizza Luigi Tasche. Und zwar, ja, es ist einfach eine Pizza Luigi, das Rezept findet ihr oben in den Infokarten. Und ich werde aber, ja, halt relativ dick dieses
die rohen Sachen hier reinmachen und dann werde ich die umklappen und dadurch wird, die Rohware nicht zu sehr erhitzt. Aber ist eigentlich scheißegal, ich könnte auch eine ganz normale Pizza machen, bloß weil ich will jetzt wirklich richtige Kochkost in mir nehmen und ich will das auch genießen. Ne? Und nicht wie diese hässliche Linsensuppe, wo ich mich dann einfach nur schlecht gefühlt habe. Und ich gehe mal davon aus, dass ich mir nach dieser Pizza Luigi da wirklich gut vorkommen werde. Vermute ich mal, keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt's jetzt Kochkost und zwar Pizza Luigi Tasche. Weil es so ein Erlebnis ist für mich auch mal wirklich wieder was Gekochtes zu essen, möchte ich euch jetzt mit euch zusammen diese Pizza Luigi hier gemeinsam sozusagen anschneiden. Also diese Pizza Tasche Luigi. Ist das geil oder ist das geil? Diesmal wird das nämlich auch ein richtiges Festessen, weil wenn ich schon mal gekocht esse, dann möchte ich auch wirklich richtig. Und diese Linsensuppe, ich könnte kotzen, Alter. Das, naja, egal. Auf jeden Fall, jetzt mit der Pizza Luigi weiß ich, was mich erwartet. Ich gucke mal. Also, das Prinzip, dass das innen noch so ein bisschen roh sein sollte, ist für den Arsch. Also, der Brokkoli ist auch total weich. Also, das kannst du vergessen. Also, das ist, da kommen wir nicht rum. Das ist reine Kochkost. Aber, ja, ist jetzt dran und ich habe Lust und es geht los. Zum Morgen gibt es eine Fruchtbulette. So, und jetzt gibt es wieder einen Smoothie. Drin ist normal für alles. Jetzt ist der Rest vom Weizengras noch drin. Das heißt, mein Weizengras, was ich mir letztes Jahr selber im Garten angebaut habe, das hier, das ist jetzt auch bald alle. Und ja, da werde ich erstmal wieder zu Gerstengras Pulver machen und dann auch Weizengras halt wieder selber anbauen dieses Jahr. So, gegen Nachmittag war ich bei einer Geburtstagsfeier und dort habe ich einen Obstsalat gegessen und jetzt werde ich noch ein paar sogenannte Fruchtbuletten essen.